Körper besteht ja auch aus Fett. Das sondert sich dann ab. Das ist eigentlich das, was übrig bleibt. Einfach nur. So, und jetzt die entscheidende Frage. Herr Matosek sitzt neben mir. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Bleibt da was? Also da stellen Sie jetzt jemand eine Frage. Ja, ich glaube dran. Ich bin eigentlich ein absoluter Skeptiker. Ich glaube eigentlich nur an Dinge, die ich selber sehe und gesehen habe. Ich habe eine ganz für mich berührende Erfahrung gemacht mit einem Medium nach dem Tod meiner Eltern. War für mich sehr wichtig, damit ich diesen Tod in irgendeiner Form verarbeiten kann. Und da sind Dinge passiert oder gesagt worden, wo ich als absolut realistischer Mensch gedacht habe, das gibt's gar nicht. Also er hat mir Dinge gesagt, die keiner wissen konnte. Und ich habe auch nicht mit ihm gesprochen. Also er hat mich auch nicht gesehen, er hat mir nicht in die Augen geguckt. Und seitdem ich dieses Erlebnis hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt doch für alles offen. Ja, und es scheint offenbar etwas zu sein, was Sie dann auch in irgendeiner Form tröstet.